Hallo und herzlich willkommen zum Kompakt-TV-Magazin. Immer mehr Zuschauer lernen unsere Sendung kennen. Allein über Facebook wurden die Beiträge von Kompakt-TV bislang weit mehr als 500.000 Mal aufgerufen. Aber da geht noch mehr. Teilen Sie doch unsere Sendung auch auf Ihrem Profil. Ihre Freunde werden sich bestimmt für einen der heutigen Beiträge interessieren. Sanktionen. Wie EU und USA Deutschlands Wirtschaft angreifen. Islamischer Staat. Terroristen mit deutschen Gewehren. Sicherheitskonferenz. Die Bundeswehr soll an die vorderste Front. Griechenland. Was Syriza wirklich will. Und Österreich. Volksabstimmung über den EU-Austritt. Deutschlands Wirtschaft leidet unter den EU-Sanktionen gegen Russland. Seit Inkrafttreten der Strafmaßnahmen vor fast einem Jahr ging der Export spürbar zurück. Ein Ende dieser Krise ist jedoch nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil. Sollte die Bundesregierung an ihrem Kurs gegen Moskau festhalten, droht vielen deutschen Unternehmen ein noch massiverer Schaden. Die Tinte unter dem neuen Waffenstillstandsabkommen für die Ukraine war noch nicht trocken. Da wurde die Einigung bereits torpediert. Auf ihrem Gipfeltreffen in Brüssel bestätigten die EU-Staaten am 12. Februar neue Sanktionen gegen Russland. Dass die prorussischen Rebellen nur Stunden zuvor auf alle militärischen Geländegewinne seit September verzichtet hatten, spielte offenbar keine Rolle. Tatsächlich haben sich die Sanktionen aus Sicht des Westens als äußerst erfolgreiches Mittel erwiesen. Russlands Wirtschaft brach 2014 ein, der Rubel verlor die Hälfte seines Wertes. Doch auch Deutschland selbst wird von den Strafmaßnahmen hart getroffen. Der Hauptgeschäftsführer des Industrie- und Handelskammertages Martin Wandsleben ist alarmiert. Keine Frage, dass die Russland-Sanktionen oder andersrum, dass die wirtschaftlich desolate Situation in Russland voll auch ins Kontor schlägt der deutschen Wirtschaft. Gar keine Frage. Über 90% der Unternehmen, die Auslandshandelskammer befragt hat, die im Russland-Geschäft aktiv sind, rechnen damit, dass es richtig bergab geht. Allein 2014 gingen die deutschen Exporte nach Russland um 26% zurück. In der Liste der wichtigsten Kunden sank das Land von Platz 11 auf Platz 13. Dieser Niedergang könnte jedoch erst der Anfang sein. Denn im vergangenen Jahr konnte ausgerechnet die Talfahrt des Rubels einigen deutschen Unternehmen sogar noch einmal kräftige Gewinne bescheren. Als der Rubel anfing, an Wert zu verlieren, haben viele russische Konsumenten noch ganz schnell Autos, Kühlschränke und Waschmaschinen gekauft. Das heißt, im letzten Jahr gab es Unternehmen, die in diesen Bereichen aktiv sind, die das beste Geschäft aller Zeiten gemacht haben. Jetzt, wo der Rubel unten ist, wird sich das so nicht fortsetzen. Mittlerweile ist auch ein Zugpferd der deutschen Industrie betroffen, die Automobilbranche. 1,8 Milliarden Euro wollte Volkswagen bis 2018 eigentlich in Russland investieren. Doch schon in den letzten Monaten des Jahres 2014 musste der Konzern die Produktion im Werk Kaluga dreimal aussetzen. Audi und Opel stoppten im Dezember die Belieferung russischer Händler. Zwar können Waren, die nicht militärisch einsetzbar sind, weiterhin nach Russland exportiert werden, für Wandsleben sind diese Ausnahmen jedoch kein Grund zur Entwarnung. Ich glaube, dass unter dem Strich die Sanktionen vor allem die Sanktionen gewirkt haben, die den Finanzsektor betreffen. Und Sie sehen auch, dass viele Maschinenbauer jetzt unabhängig davon, ob sie in die Ölindustrie liefern oder nicht, betroffen waren, weil einfach die Finanzierung ihrer Projekte nicht mehr auf die Beine gestellt werden konnte. Dass die deutsche Wirtschaft unter den Sanktionen leiden wird, hatten Kritiker vorausgesehen. So warnte auch der linken Abgeordnete Alexander Neu bereits im Juli letzten Jahres vor Folgen für den Arbeitsmarkt. Die Sanktionen, die erhoben werden sollen gegen Russland, kosten Arbeitsplätze im Zweifel, auch Arbeitsplätze in Deutschland. Über 300.000 Arbeitsplätze in Deutschland hängen von der Kooperation mit Russland ab. Dennoch hält die Bundesregierung stur an ihrem Kurs fest. Kanzlerin Angela Merkel drohte in ihrer Jahresbilanz vor dem Bundestag am 18. Dezember 2014 sogar mit weiteren Strafmaßnahmen. Es kommt auf Russland an, unser Angebot des Dialogs auf der Grundlage der Werte der europäischen Friedensordnung aufzugreifen. Solange wir dieses Ziel noch nicht erreicht haben,
bleibt drittens auch, dass Sanktionen weiterhin unvermeidlich sind. Genau dieses Angebot hatte Moskau mit dem aktuellen Waffenstillstand jedoch angenommen. Trotzdem folgten noch am gleichen Tag neue Sanktionen der EU. Aber handelt Berlin in dieser Frage überhaupt freiwillig? Wahrscheinlich nicht. In einer Rede vor der Universität Harvard räumte US-Vizepräsident Joe Biden im vergangenen Herbst ein, Washington zwang die europäischen Verbündeten zu einem Handelskrieg gegen Russland. Es ist wahr, dass sie das nicht tun wollten, aber wiederum war es die Führungsrolle Amerikas und die Tatsache, dass der Präsident darauf bestanden hat, ja, Europa des Öfteren fast sagen musste, dass sie wirtschaftliche Nachteile einzustecken haben, um dafür zu sorgen, dass die Russen dafür bezahlen müssen. Und die Folgen waren eine massive Kapitalflucht aus Russland, ein regelrechtes Einfrieren von ausländischen Direktinvestitionen, der Rubel auf einem historischen Tiefststand gegenüber dem Dollar und die russische Wirtschaft an der Kippe zu einer Rezession. Deutschlands Wirtschaft und die deutschen Arbeitnehmer müssen für diese Gefolgschaft gegenüber den USA nun einen hohen Preis zahlen. Wandsleben hofft, dass der Handelskrieg zumindest nicht weiter verschärft wird. Die Krisen, die uns umgeben, legen sich schon wie Mehltau auf die Entscheider in den Unternehmen. Insofern setzen wir sehr darauf, dass es jetzt nicht zu weiteren, natürlich nicht zu weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen kommt und auch, dass es nicht zu weiteren Sanktionen kommt. Angesichts der Entscheidungen des jüngsten EU-Gipfels dürfte dieser Wunsch jedoch kaum in Erfüllung gehen. Der Kalte Krieg des Westens gegen Russland ist übrigens Titelthema in der März-Ausgabe des Kompaktmagazins. Das Heft erhalten Sie ab 26. Februar am Kiosk. Ein weiterer Schwerpunkt ist die vielgeschmähte Lügenpresse. Was den Leser erwartet, haben wir den Publizisten Oliver Janich gefragt. Ja, mein Thema im nächsten Kompaktmagazin ist die sogenannte Lügenpresse. Da wird ja zum Beispiel behauptet, das Wort Lügenpresse käme von den Nationalsozialisten. Natürlich, das ist immer das, mit dem man Diskussionen abwürgen will. Ich werde in dem Artikel zeigen, dass dieses Wort nicht von den Nationalsozialisten kommt, sondern auch schon von einem linken Pazifisten sehr früh verwendet wurde. Und dann werde ich auf die Techniken eingehen, die die Lügenpresse verwendet, um die alternativen Medien fertig zu machen. Da werden klassische Propagandatechniken benutzt und da wird immer eine sachliche Diskussion vermieden. Das werde ich aufarbeiten. Und einer dieser Techniken ist es, wichtige Informationen wegzulassen, unter anderem welche prominenten und interessanten Leute schon mit der alternativen Presse und den alternativen Medien zusammengearbeitet haben. Und da werden sich wahrscheinlich einige, die das Magazin zum ersten Mal lesen, wundern, welche hochkarätigen Personen das waren. An die Front müssen die Deutschen inzwischen öfter. Doch nun sollen sie dabei auch noch führen. Das wünscht sich jedenfalls die NATO, aber auch das Bundesverteidigungsministerium. Auf der Sicherheitskonferenz in München stellte Ursula von der Leyen Anfang Februar die neuen Pläne vor. Kritische Berichterstattung schien die Veranstalter dieser prominent besetzten Tagung übrigens nicht zu mögen. Kompakt wurde eine Akkreditierung verweigert. Wir waren trotzdem in München. Zum 51. Mal hatten sich Spitzenpolitiker, Militärs und Vertreter der Industrie in München zusammengefunden. Das noble Hotel Bayerischer Hof bildete die Kulisse für die wahrscheinlich wichtigste wehrpolitische Nabelschau weltweit. Sehr zur Freude von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Es läuft fantastisch, reibungslos wie am Schnürchen und ich ahne dunkel, was dahinter für eine Arbeit steckt und vor allem was für eine Perfektion und was für eine Vorbereitung. Gemeint war mit diesem Satz zwar die Organisation auf der Sicherheitskonferenz, doch auch inhaltlich schien von der Leyen sehr zufrieden zu sein. In ihrer Rede während einer Podiumsdiskussion mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte sie eine nachhaltige Verschärfung der deutschen Militärpolitik an. Bislang stellte die Bundeswehr in NATO-Kriegen eher Logistik und Hilfstruppen. Künftig soll Berlin jedoch eine führende Rolle einnehmen. Führen aus der Mitte bedeutet, selber das Beste an Ressourcen und Fähigkeiten in Bündnisse und Partnerschaften einzubringen. Mehr als für alle andere gilt das für Deutschland.
Beweisen darf sich die Bundeswehr zunächst in der sogenannten Speerspitze. So lautet der Name einer neuen NATO-Eingreiftruppe aus 5.000 bis 7.000 Mann, die im ersten Jahr unter deutscher Führung stehen wird. Deren Aufbau beschlossen die Verteidigungsminister des Bündnisses am 5. Februar in Brüssel. Die Bundeswehr hat dafür bis zu 4.000 Soldaten zugesagt. Die neue Truppe ist Teil der bereits bestehenden schnellen Eingreiftruppe für weltweite Einsätze. Stationiert wird die Speerspitze in Osteuropa, nahe der russischen Grenzen. Aus Sicht der NATO bedeutet die neue Kampfeinheit einen regelrechten Qualitätssprung, wie Stoltenberg auf der Sicherheitskonferenz betonte. Ankündigungen, gegen die zeitgleich in München bis zu 5.000 Kriegsgegner auf die Straße gingen, teilweise mit tierischer Verstärkung. Die Demonstranten folgten einem Aufruf des Aktionsbündnisses gegen die NATO-Sicherheitskonferenz, das in diesem Jahr deutlich mehr Menschen mobilisierte als noch 2014. Unter ihnen war auch der Liedermacher Konstantin Wecker mit einem emotionalen Bekenntnis gegen Kriege. Ich bin Pazifist, Romantiker, Träumer und Poet. Und ich glaube weiter an die Kraft der gewaltfreien Veränderung. Dieser Glaube wird derzeit auf eine harte Probe gestellt. Gerade mit Blick auf den Konflikt in der Ukraine sind die Friedensaktivisten alarmiert. Jetzt werden im Baltikum, aber auch in Rumänien und auch in Bulgarien permanente NATO-Stützpunkte, Hauptquartiere geschaffen, in denen auch deutsche Stabsoffiziere sitzen werden. Und es geht ganz klar um eine Aggressionspolitik gegen Russland, für die in Zukunft eine 5.000 Mann starke Speerspitze, nennen sie, eine Schlachtgruppe der NATO, binnen 48 Stunden zur Verfügung stehen soll. Die Sorge der Demonstranten ist berechtigt. In München machte von der Leyen unmissverständlich deutlich, die neue NATO-Speerspitze wird für den Einsatz aufgestellt. Führen aus der Mitte, ja, das kann auch bedeuten, gemeinsam zu kämpfen. Aber es ist weit mehr als das. Es heißt auch, andere zu ertüchtigen, in ihrer Region selbst für Sicherheit zu sorgen. Und in dieser Logik haben wir im vergangenen Jahr gehandelt, von Mali über Afghanistan, den Libanon, Somalia bis hin zum Irak. Auslandseinsätze, an denen sich die Bundeswehr im vergangenen Jahr bereits beteiligte. Als weitaus größere Gefahr erscheint derzeit jedoch eine Eskalation des Ukraine-Konflikts. Bislang haben sowohl die Bundesregierung als auch die USA ein militärisches Eingreifen ausgeschlossen. Auch Waffenlieferungen an die ukrainische Armee lehnt Berlin noch ab. Offiziell hofft der Westen auf einen am 12. Januar vereinbarten Waffenstillstand. Trotzdem machte Bundeskanzlerin Angela Merkel in München deutlich, der neue Hauptfeind heißt Russland. Seit mehr als einem Jahr erleben wir nun in der Ukraine-Krise, dass die Grundlagen der europäischen Friedensordnung keineswegs selbstverständlich sind. Denn Russlands Vorgehen, erst auf der Krim, dann in der Ostukraine, hat diese Grundlagen unseres Zusammenlebens in Europa verletzt. Wie weit die NATO gehen will, um die, nach ihrer Lesart, Grundlagen des Zusammenlebens wiederherzustellen, ist derzeit noch nicht absehbar. Der Frieden in Europa bleibt jedenfalls weiterhin gefährdet. Die neue NATO-Speerspitze macht die Lage ein weiteres Mal unsicherer. Mit strengeren Gesetzen will die Bundesregierung gegen Unterstützer des Islamischen Staates in Syrien und Irak vorgehen. Die Terrororganisation gilt seit Ende 2014 als der neue Hauptfeind des Westens im Nahen Osten. Sonderbar, dass zugleich viele IS-Kämpfer mit deutschen Waffen ausgerüstet sind. Besonders das G3-Sturmgewehr schätzen die Gotteskrieger. Sind die Gewehre vielleicht mit stiller Duldung Deutschlands und der USA in die Hände der Terroristen gelangt? Milizionäre des Islamischen Staates bei Straßenkämpfen. 2014 brachte die Terrororganisation weite Teile Syriens und des Iraks unter ihre Kontrolle. Auffallend war stets die gute Bewaffnung ihrer Kämpfer. Ein Großteil der Ausrüstung stammt aus erbeuteten Beständen der irakischen Armee. Auch während der Schlacht um Kobane in Syrien konnte sich der IS mit westlichem Kriegsgerät ausstatten. Diese Waffenlieferung war für die kurdische Peschmerga bestimmt,
Der Fallschirm landete jedoch auf IS-Gebiet. Die scheiß Amis haben das Zeug für die Ungläubigen abgeworfen. Gott sei Dank sind die Sachen in unsere Hände gelangt. In einer der Kisten befinden sich deutsche Handgranaten vom Typ DM-41. Aber auch das deutsche Sturmgewehr G3 ist bei den Islamisten weit verbreitet, wie Ralf Willinger von der Organisation Terre des Hommes weiß. Nach der Kalaschnikow ist das das am meisten verbreitete Sturmgewehr weltweit, das G3, mit schätzungsweise 10 Millionen Exemplaren. Das gibt es in allen Kriegsgebieten, in Syrien wird es von allen Kriegsparteien eingesetzt. Produziert wird das G3 vom deutschen Hersteller Heckler & Koch. Dieses Video zeigt US-Soldaten beim Training mit einem Nachfolgemodell HKM-27. Zudem wird die Waffe in 15 Staaten unter Lizenz hergestellt. Das heißt, da werden vor Ort Waffenfabriken aufgebaut, die dann eigenständig in den Ländern diese Gewehre produzieren können. Beispielsweise heute immer noch in Saudi-Arabien, Iran, Pakistan und der Türkei. Anders als die Handgranaten wurden G3-Gewehre offenbar gezielt an den Islamischen Staat geliefert. Natürlich nicht direkt von Deutschland, aber über kaum verschleierte Umwege. Saudi-Arabien gehört zu den besten Kunden deutscher Rüstungsschmieden. Seit Beginn des Syrienkrieges schnellten die Waffenexporte in das arabische Land sogar noch in die Höhe. Saudi-Arabien ist ein sehr problematisches Land, weil das eben so eine Art Drehkreuz da in dieser Krisenregion ist. Und gleichzeitig aber auch von Deutschland mit Waffen beliefert wird und im Jahr 2012 Rüstungsempfänger Land Nummer 1 war. Und im Jahr 2013 hat es die meisten Kleinwaffen von Deutschland bekommen, im Wert von 34 Millionen Euro. Wofür benötigt Saudi-Arabien all diese Waffen? Teilweise für die eigene Armee, die 2011 auch Protestbewegungen im Inland und im Nachbarstaat Bahrain blutig niederschlug. Der saudische Militäretat war 2011 viermal so groß wie die vergleichbaren Ausgaben der Atommacht Israel. Willinger ist sich jedoch auch sicher, zumindest ein Teil der deutschen Rüstungsgüter landet früher oder später in den Händen von Terroristen. Da gibt es verschiedene Wege. Es ist beispielsweise bei Saudi-Arabien, wenn Sie das ansprechen, speziell so, dass Saudi-Arabien eben in Nachbarländer an kriegführende Parteien Waffen liefert. Jetzt nicht unbedingt die Waffen, die sie im Vorjahr aus Deutschland importiert haben, aber eben Waffen aus ihren Beständen. Dazu zählen zum Beispiel, zu den Empfängern zählen also islamistische Gruppen in Syrien. Waren der Bundesregierung diese Verbindung unbekannt, als sie die Waffenexporte genehmigte? Schwer zu glauben. Doch die Kumpanei zwischen dem absolutistischen Königreich und den Islamisten genoss lange Zeit das Wohlwollen des Westens. 2013 traf sich US-Senator John McCain sogar mit dem Gründer des IS, Abu Bakr al-Baghdadi. Der Nahostexperte Omar Dahi ist Assistenzprofessor am amerikanischen Hampshire College. Er bestätigt, der islamistische Terror im Nahen Osten wurde maßgeblich von den treuesten Verbündeten der USA in der Region aufgebaut. Gemeinsames Ziel war der Kampf gegen den Iran. Die größten Unterstützer kommen vom Golf, es sind Saudi-Arabien, Katar, Kuwait und in einem gewissen Ausmaß die Emirate. Und in vielerlei Hinsicht, ganz von Beginn an, ist es offensichtlich, dass das Ziel war, speziell das Ziel für Saudi-Arabien, den Iran und Syrien zu bekämpfen, um die Achse Iran-Syrien-Hisbollah zu schwächen, den Iran zu isolieren und abzuwürgen. Inzwischen hat sich das Interesse der USA jedoch geändert. Der Islamische Staat ist seinem Paten schlicht aus dem Ruder gelaufen. Wortreich beschwerte sich Vizepräsident Joe Biden daher Ende 2014 über die Waffenlieferungen durch die Verbündeten. Unsere Alliierten in der Region sind unser größtes Problem in Syrien. Die Türken sind große Freunde und ich habe eine großartige Beziehung zu Erdogan, mit dem ich viel Zeit verbracht hatte. Die Saudis, die Emirate und so weiter. Was haben sie getan? Sie waren so entschlossen, Assad zu stürzen und Krieg zwischen Sunniten und Schiiten zu entfachen. Was haben sie getan? Sie gaben jedem, der gegen Assad kämpfte, hunderte Millionen Dollar und zehntausende Tonnen Waffen. Nur die Leute, die beliefert wurden, waren Al-Nusra und Al-Qaida und die extremistischsten Elemente des Dschihads, die aus anderen Teilen der Welt kamen. Al-Nusra und Al-Qaida and the extremist elements of
Jihadis coming from other parts of the world. Die Worte Bidens wirken jedoch naiv. Immerhin ist es nicht das erste Mal, dass die eigenen Verbündeten am Golf Rebellen ausrüsten, die dann zum Feind des Westens mutieren. Zustände, die bereits das Europäische Parlament beschäftigten. In Mali schießen Rebellen mit deutschen G3-Gewehren auf malische Soldaten und französische Soldaten. Deutschland schickt Soldaten zur Unterstützung der französischen Truppen und verkauft Waffen an Katar. Katar verkauft deutsche G3-Gewehre an malische Rebellen. Malische Rebellen schießen und so weiter und so weiter. Das ist an Absurdität nicht zu überbieten. Auch in den brutalen Bürgerkriegen Schwarzafrikas sind diese Waffen anzufinden. Der aus dem westafrikanischen Sierra Leone stammende Michael Davis wurde als 16-Jähriger für die dortigen RUF-Rebellen zwangsrekrutiert. Auch er erinnert sich an deutsche Waffen, die über Umwege in die Hände der Terrormiliz fielen. Als ich im Front war, ich hatte viel Waffen gesehen, selber benutzt. Und es gibt Waffen wie G3 und AK-47, genau die wir benutzt haben. Es gibt so FN und die kommen aus Brussels und die G3 kommen aus Deutschland und diese AK-5 kommen aus Russland. Und dann es gibt GPMG, es gibt Granaten, die noch nicht von Sierra Leone gebaut wurden. Und die sind alle, und ich weiß, dass die Deutschland selber haben diese Waffen nicht gesagt, hier, Leute. Die haben an ganz normalen Leute vielleicht ein Grigion geliefert, aber die landen später in die Hände von Kindern. Die für Massentötungen von Zivilisten berüchtigte RUF war im Diamantengeschäft aktiv. Einer ihrer Händler war der inzwischen spurlos verschwundene Senegalese Ibrahim Bra. Er stellte 2001 auch einen Kontakt zu Al-Qaida her. Ungestört konnte die offiziell von den USA verfolgte Organisation rund 20 Millionen Dollar in Diamanten der RUF anlegen. Seit dem Wahlsieg des griechischen Linksbündnisses Syriza herrscht bei der EU helle Aufregung. Die neue Regierung in Griechenland widersetzt sich dem Spar- und Privatisierungsdiktat Brüssels. Zeitweise gab es Gerüchte, Griechenland würde sich mit russischen Krediten aus dem Würgegriff der EU befreien wollen. Doch bislang wirken der neue Ministerpräsident Alexis Tsipras und sein Finanzminister Yanis Varoufakis vor allem undurchschaubar. Was beide tatsächlich wollen, müsste Theodoros Paraskevopoulos wissen. Er ist der Wirtschaftsberater von Syriza. In Berlin haben wir ihn getroffen. Zunächst wollte ich von ihm wissen, ob Alexis Tsipras vielleicht ein guter Pokerspieler ist. Das weiß ich nicht. Ich habe noch nie Karten mit ihm gespielt. Ich habe auch nie gehört, dass er Karten spielt. Nein, mir scheint, dass er von deutscher Seite Poker gespielt wird. Im Moment spielen wohl beide Seiten mit verdeckten Karten. Griechenland will ein Ende der Sparvorgaben und Privatisierung von Staatseigentum. Außerdem verlangt Athen einen Schuldenschnitt. Die übrigen EU-Staaten wollen sich eigentlich auf keine dieser Forderungen einlassen. Am Ende wird wohl ein Kompromiss entstehen. Wie müsste ein Abkommen aussehen, das für Griechenland akzeptabel wäre? Ein nicht akzeptables Abkommen ist ein Abkommen, dass das jetzige Programm, die Memorandumspolitik fortsetzt. Weil dieses Abkommen gescheitert ist. Es ist politisch gescheitert. Das heißt, das griechische Volk will das nicht und es geht nicht. Es gibt kein Programm, das von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt wird und das erfolgreich sein. Das kann nicht erfolgreich sein. Und zweitens ist es wirtschaftlich gescheitert, weil es dazu geführt hat, dass die öffentliche Schuld in Griechenland von 120% des Bruttosozialprodukts auf über 180 gestiegen ist. Also das ist die Definition des Scheiterns. Und deswegen wollen wir das nicht fortsetzen, wir werden das auch nicht fortsetzen. Und wir werden keine Sozialkürzungen hinnehmen. Wir werden nicht akzeptieren, dass es in Griechenland keine Tariffreiheit gibt. Und wir werden nicht akzeptieren, dass das öffentliche Vermögen verschleudert wird. Das sind wichtige Punkte, die zur Diskussion stehen. Und ein Kompromiss müsste das berücksichtigen. Aber vielleicht wird sich die Europäische Union darauf nicht einlassen.
Griechenland hat wenig Spielraum in den Verhandlungen und das Land leidet unter leeren Kassen. Bereits Ende März könnte die Zahlungsunfähigkeit drohen, zumal die Europäische Zentralbank auch die Auszahlung der nächsten Kredite stoppen könnte. Steht Griechenland vor dem Bankrott? Nun, was heißt bankrott geht? Griechenland, also die griechische Regierung, so wie sie es erklärt hat, weil ich bin ja kein Regierungsvertreter, aber die griechische Regierung hat erklärt, sie werde alles tun. Erstens, damit wir ein Abkommen haben und zweitens, die Rechte der griechischen Bevölkerung zu schützen. Wie das aussehen wird, das kann ich Ihnen nicht sagen, wir können nicht die Verhandlungen hier führen. Aber wir sind entschlossen, so zu handeln. Die Bundesregierung hat inzwischen angeblich nichts mehr gegen einen Euro-Austritt Griechenlands einzuwenden. Eine erstaunliche Kehrtwende angesichts der Euro-Rettungspolitik in den letzten Jahren. Wäre der Austritt aus der Eurozone nicht die beste Option für Griechenland? Eine eigene Währung könnte abgewertet und damit die Wirtschaft angekurbelt werden. Nein, es ist ein Mythos, ein wirtschaftswissenschaftlicher Mythos, dass durch eine Abwertung zum Wachstum kommt. Das ist nicht wahr. Das kann unter bestimmten Bedingungen geschehen, die nicht gegeben sind, weil vor allen Dingen durch das fünfjährige gescheiterte Programm die griechische Wirtschaft da niederliegt. Also eine Entwertung der Währung würde keinen Wettbewerbsvorteil für Griechenland geben, weil Griechenland nicht all das produziert, was wettbewerbsfähig sein könnte dann. Eine Alternative zum Rettungsdiktat der EU könnten Kredite aus Russland sein. Darüber wurde seit dem Regierungswechsel in Athen bereits mehrfach spekuliert. Ist Geld aus Moskau eine Option für Athen? Alles ist eine Option, um die griechische Gesellschaft und die Reproduktion der griechischen Gesellschaft zu gewährleisten. Es ist aber nichts, was wir wollen. Weil wir wollen nicht, dass in unserem Raum, in unserer Region so ein außen- und sicherheitspolitisches Loch entsteht, weil das Griechenland, aber auch Europa destabilisieren würde. Vielleicht wollen Sie uns von Kompakt gerne mal persönlich kennenlernen. Im März ist die Gelegenheit dazu. Unser Magazin präsentiert sich auf der Leipziger Buchmesse. Vom 12. bis 15. März finden Sie uns in Halle 5. Gleich nebenan im Sachbuchforum stellen wir das neue Kompakt-Spezial und ein Buch zum mysteriösen Abschuss von Flug MH17 vor. Alle Termine finden Sie im Internet. Es wäre die Meldung des Sommers 2015. Österreich verlässt die Europäische Union. Zumindest können die Bürger in der Alpenrepublik im Juni genau über dieses Thema abstimmen. Aber kann Wien die Mitgliedschaft überhaupt aufkündigen? Und weshalb wollen die Initiatoren eigentlich raus aus der Union? Seit Jahren setzt sich das Bündnis um die Bürgerrechtsaktivistin Inge Rauscher für ein Volksbegehren zum EU-Austritt ein. 2011 scheiterte der Antrag noch an einem Formfehler. Nach einem erneuten Anlauf und über 10.000 gesammelten Unterschriften genehmigte das Innenministerium in Wien Anfang Januar die Initiative. Zwischen 24. Juni und 1. Juli müssen nun noch einmal mindestens 100.000 Österreicher für Rauschers Forderung unterschreiben. Auf einer Pressekonferenz gab sich die Initiatorin optimistisch. Es ist jetzt in der Zwischenzeit in den letzten Jahren so viel eingetreten, wo die Bürger sich einfach nicht mehr einverstanden erklären mit dieser Entwicklung. Und dass es überhaupt jetzt genehmigt wurde, es ist ja schon der zweite Anlauf dazu, das zeigt ganz deutlich, dass der EU-Austritt rechtlich natürlich einwandfrei möglich ist. Möglich ja, aber ist er auch gewollt? 36 Jahre lang war Österreich Mitglied der Freihandelszone EFTA. Doch 1994 entschieden sich in einer Volksabstimmung 66,6% der Bürger für einen Wechsel zur Europäischen Union. Die damalige Euphorie ist längst verflogen. Nach aktuellen Umfragen spricht sich jedoch nur ein Viertel der Österreicher für ein Ende der EU-Zugehörigkeit aus. Die Stimmung, wie hier im steirischen Leibniz, ist keineswegs einheitlich. Würden Sie heute wieder der EU beitreten? Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Es hat Vorteile und Nachteile, das Ganze. Ja, ich würde es super finden, wenn Österreich aus der EU austritt.
Ob die Initiatoren des Volksbegehrens genügend Österreicher überzeugen können, ist damit unklar. Eines ihrer Argumente: Brüssel steht inzwischen nicht mehr auf dem Boden der Demokratie. Die Gesetze macht die EU-Kommission. Sie hat das alleinige Vorschlagsrecht. Und sie und das EU-Parlament darf nur zustimmen oder nicht zustimmen, hat ganz begrenzte Rechte. Ja, und wenn es nicht zustimmt, macht es auch nichts, dann bestimmt trotzdem in Wahrheit die EU-Kommission. Also man kann ja nicht die Gesetzgebung und die Gesetzesvollziehung dann letztlich auch, wenn das in einer Hand ist, ja, dann ist das keine Demokratie mehr. Das gilt in der Fachliteratur als Despotie. Es gibt österreichische Geiseln. Auch für die zunehmende Anzahl von Kriegen macht Rauscher die EU zumindest mitverantwortlich. Für das laut Verfassung dauerhaft neutrale Österreich ein neuralgischer Punkt. Die EU-Kritiker fürchten, auch das Bundesheer, hier Aufnahmen eines Werbefilmes der Truppe, könnte durch Brüssel in Auseinandersetzungen hineingezogen werden. Die großen Kriege mit Millionenverlusten an Menschen, an Infrastruktur und so weiter, an der Zivilbevölkerung, der Irakkrieg, der Afghanistan-Krieg, im Irak-Krieg sind über 1 Million Kinder verhungert aufgrund der Kriegsereignisse. Der Bosnien-Krieg, der Jugoslawien-Krieg gegen Serbien, teilweise dann auch Libyen und so weiter. Das sind alles Kriege, die EU-Staaten an der Seite der USA geführt haben. Die Diskussionen um das umstrittene Freihandelsabkommen mit den USA geben derzeit den Austrittsbefürwortern ebenfalls Nahrung. Die Bäuerin Renate Zittmeier befürchtet massive Nachteile für Österreichs Landwirtschaft. Also ich sehe keine Zukunft in der EU. Also was die Landwirtschaft betrifft, sehe ich absolut, dass unsere Betriebe wegrationalisiert werden, von Agrarkonzernen eigentlich übernommen werden. Wir reden da jetzt nicht nur von Österreich. Schließlich werden die 7, 8 Konzerne, die was mittlerweile die ganze Monsanto natürlich sowieso auch, aber gibt es ja andere Gruppierungen auch genug, aber das kann man auf 7 bis 10 Konzerne reduzieren, die was eigentlich schon, ich weiß es nicht, den Marktanteil von der ganzen Welt beherrschen. Sollten sich mindestens 100.000 Österreicher dem Volksbegehren anschließen, muss sich der Nationalrat mit der Forderung befassen. Reaktionen der Politik auf die Initiative gibt es noch nicht. Die Chancen für eine Zustimmung des Parlaments sind jedoch verschwindend gering. Die rot-schwarze Koalition von Bundeskanzler Werner Faymann tritt klar für eine Mitgliedschaft des Landes in der EU ein. Ebenso die Opposition aus Grünen, dem als wirtschaftsliberal geltenden Team Stronach und den liberalen Neos. Für eine Volksabstimmung über die EU-Mitgliedschaft ist bislang nur die Freiheitliche Partei. Deren Chef Heinz-Christian Strache motivierte das Thema sogar schon einmal zu einer Gesangseinlage. Es pfuscht die EU uns überall rein, das kann es doch nicht wirklich sein. Von Glühbirnen bis in den Kräutergarten, nur sinnlos Verbote der EU-Bürokraten. Eure Euros werden verschoben, von Banken und Spekulanten behoben. Eure Gehälter verlieren an Wert, diese Euro-Rettung läuft doch völlig verkehrt. Die Austrittsbefürworter hoffen nun vor allem auf die steigende Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für ihr Anliegen. Damit soll der Druck auf alle Parteien erhöht werden. Zumindest Rauscher sieht einen möglichen EU-Austritt ohnehin nur als Anfang einer politischen Neuordnung Österreichs. Wir müssen uns das Recht wieder zurückholen, unsere eigenen Anliegen hier im eigenen Land entscheiden zu können, mit einer direkten Demokratie, so wie sie die Schweiz hat. Dass es das Volk wirklich verbindliche Volksabstimmungen herbeiführen kann, wo dann eben die Regierung an das Ergebnis gebunden ist. Österreich als Land der direkten Demokratie? Stoff für weitere Volksbegehren hat das Bündnis jedenfalls. Inge Rauscher und ihre Mitstreiter sind jedenfalls zuversichtlich, dass die Österreicher der EU noch in diesem Jahr den Rücken kehren. Aber was sagen die Österreicher selbst zu diesen Aussichten? Wir haben uns umgehört. Und mit diesen Stimmen aus Wien geht das Kompakt-TV-Magazin für heute zu Ende. In 2 Wochen sehen wir uns wieder. Haben Sie davon gehört, dass es jetzt ein EU-Austrittsbegehren in Österreich gibt? Ich muss ehrlich zugeben, nein. Gut, aber das gibt es ja. Und wie denken Sie denn darüber? Ja, ich bin der Meinung, dass die EU was Gutes ist und Österreich auf jeden Fall dabei bleiben sollte. Also deswegen halte nichts davon, über irgendwelche Austrittsgedanken sich da jetzt wirklich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, weil die EU hat Österreich, glaube ich, sehr viel gebracht und wir sollten dabei bleiben und das ist was Gutes und ja. Gut.
ich finde es gut. Ja? Ja, ich bin auch sehr, sehr lange Zeit angefressen, weil EU hat uns nichts Gutes gebracht, hat mehr Nachteile als Vorteile gebracht, überhaupt. Also, überall, wo man schaut. Also ich weiß nicht, warum das überhaupt noch besteht. Ja? Ja. Es gibt einige, die davon profitieren, ja, aber die Mittelklasse ist das sicher nicht. Oder die Mehrheit der Menschen, sagen ja wir so, ist das sicher nicht. Ja. Ich finde, ja, es ist interessant, manche Menschen haben vielleicht die Ansicht, Österreich wäre besser ohne die EU dran, aber ich glaube, wir sind hier gut aufgehoben und ich halte nicht so viel davon, muss ich ehrlich sagen. Ich bin sehr zufrieden, dass wir in der EU sind. Gut. Ja. Ich muss sagen, ich kenne mich zu wenig aus, um die langzeitigen Folgen wirklich zu kennen. Ja, das heißt, also, wenn es zum Austritt kommen würde, was da für Langzeitfolgen wären. Genau, was für uns das gut oder schlecht für uns wäre. Ja. Haben Sie davon gehört, dass es ein EU-Austrittsbegehren in Österreich gibt? Nein, habe ich nicht gehört. Was halten Sie denn davon, von dem Austrittsbegehren? Naja, jeder soll seine Meinung äußern, nur von einem Austritt halte ich eigentlich nicht viel. Ja. Wir sind schon recht weit gekommen. Es gibt viele Vorteile, natürlich hat alles, was Vorteile hat, auch Nachteile. Aber im Großen und Ganzen kommt es natürlich auf die Stimmen in der EU an, die sich durchsetzen. Ja, also ehrlich gesagt halte ich von der EU nichts. Also, was meine persönliche Meinung für die EU betrifft, das ist, glaube ich, hier irrelevant. Das Einzige, was für mich zählt, ist irgendwie, dass es in meinen Augen nichts bringt. Ja. Und zwar, die EU hat uns Staaten, ich sage mal Österreich, was weiß ich, England, Irland und so weiter, fest in den Händen und egal, was wir tun, wir könnten nicht aussteigen. Ja, ja. Und das heißt, es wäre besser, sich vielleicht die bestehenden Verhältnisse einfach zu optimieren, anstatt gleich rauszuwollen. So ist es, ja. Von innen heraus reformieren sozusagen. Richtig, ja. Den Feind unterwandern. Ja, richtig. Leider Gottes, aber dagegen kann man leider nichts tun, in meinen Augen. Ja, egal, was wir tun, von der EU kommen wir nicht weg. Ja. Ja.